So, diesmal geht es um die ABM Gold, und zwar wo ihr sie bekommt. Ihr bekommt sie eigentlich aus dem Black Market, also ihr müsst da auf die Owned Crates, also ihr müsst dafür echt viele Crates öffnen oder einfach nur Schweineglück haben. Und dann bekommt ihr es schon, aber ganz ehrlich, das ist echt lange 100 Coupons zu sammeln. Also ich kann es auf jeden Fall nicht empfehlen, so lange zu sparen. Naja, man kann ja auch die ABM Gold oder AK Gold dagegen eintauschen. Oh. Okay. Ja, also 100 Coupons kostet es, und zwar ihr müsst Crates öffnen, dadurch bekommt ihr Coupons. In manchen sind Coupons drin, also es ist je nach Luck, welche drin. Und jo. So, auf jeden Fall von dem Punkt Power her eigentlich wie die anderen ABMs, also ist jetzt nicht wirklich ein Vorteil, nur weil sie jetzt Gold ist. Diese ABM jedoch ist die einzige und die teuerste meiner Meinung nach, also wie man bekommen kann. Ist sehr sehr schwer eigentlich zu bekommen. Auch, und kommen wir zum Punkt Power. Also auf den Kopf macht sie 100 Damage, auf den Körper ebenfalls. Auf die Füße macht sie dann, also das ist leider ein bisschen bitter, da macht sie 77 bis 81 Damage. 82, Entschuldigung. Ah, oh, hier leckt das und hier sind Hacker drinnen, sehr schön. Mit Rechtsklick bewirbt ihr den Zoom. Erster und doppelter. Und mit Linksklick schießt ihr ganz gewohnt. 10 zu 30 Munition hat sie. Hier, so sieht sie nochmal auf dem Boden aus. Komplett Gold bis auf da, das ist braun. Und natürlich hinten beim Nachladehebel ist auch noch so ein kleiner Punkt. Da steht sogar ein Ziel. Ist braun, sonst ist alles vergoldet. Naja, aber im Gold. Denn in 13,7 Sekunden habt ihr das Magazin leer geschossen, also 10 Bullets. Und in 2,7 Sekunden legt sie nach. Das ist 3 Millisekunden schneller als die gewohnte M4 oder M4 Custom. Also das ist recht schnell, jedoch, wenn ihr in Hektik seid, dann wird ein bisschen bitter. Okay, vom Gewicht her ist sie leider schwer, also ich muss schon sagen, dass sie nicht schwer ist. Liegt aber genauso wie die anderen, also ist nicht wirklich bitter. Und ja, auf jeden Fall, ich kann sie euch eigentlich nur empfehlen. Was mich ein bisschen an der Waffe aufregt, ist, und zwar, dass sie am Scope, da seht ihr es nochmal, am Scope, blau ist. Das regt mich ein bisschen bloß auf. Andere regt ja der Punkt da hinten auf, beim Nachladehebel. Aber, schön gut. Ist egal. Ja, Munition, wie gesagt, 10 zu 30. Und Recall, naja, dieses Punkt genau, ist ein Sniper und macht doch auch Range. Verdammte Power. Oh, schön, nice. One hit. Und ja, das war's. Wenn ihr irgendwas hinterlassen würdet, einen Kommentar, wie es handelt, oder einfach mal ein Like und gleich auch ein Abo. Okay, das war's von mir. Bye bye. Schaut einfach mal bei meinem Partner-Kanal nach. Und Dankeschön. Tschüss.